Hallo zusammen. In diesem Projekt werden wir uns diesen Bürotower vornehmen und werden sehen, wie man mit sehr, sehr optimiertem Setting diese wellenförmig angelegten Brüstungen erstellt. Wir sehen ja, dass die in jedem Geschoss anders sind und wollen also schauen, wie wir dort mit Einsatz des Kloners diese Struktur hinbekommen. Wir wollen das Projekt dahingehend untersuchen, welche parametrischen Möglichkeiten es gibt, die Gesamtkonstruktion dieses Towers als im weiteren Projektverlauf editierbare, beeinflussbare parametrische Konstruktionen aufzubauen. Ich werde da einige Ausblicke geben. Und zu guter Letzt möchte ich an diesem Projekt nochmal ein paar erweiterte Render-Einstellungen aufzeigen. Ich habe dazu mal einiges ausprobiert. Wir sehen jetzt hier zwei Renderings, die mit einer Bildumgebung ausgestattet sind. Und wir sehen hier sehr schön, dass die Reflexionen dieser Bildumgebung, so nenne ich das jetzt mal, sich hier in der Fassade widerspiegeln. Das ist jetzt also eigentlich komplett ohne Bildnachbearbeitung. Auch dieses Bild ist quasi eins zu eins so rausgerendert und es lebt eben von diesen Spiegelungen, von diesem Ausblick. Das kann man so mit diesen Gesamtreflexionen auch nicht so ohne weiteres in Photoshop dahinter montieren. Schauen wir uns dann mal im letzten Teil des Tutorials an. Ich springe mal in das Dokument und möchte mit Ihnen mal die Struktur, die ich hier aufgebaut habe, durchgehen. Wir sehen da zuerst wieder diese Objekte, die aus der Datei für das Render-Setting gekommen sind. Da sind ja ein paar Materialien drin, ein paar Render-Grund-Settings verschiedener Art, auf die man dann zurückgreifen kann. Das ist in dem Tutorial für dieses Vorlagedokument erläutert. Dann haben wir hier als nächstes ein Rechteck-Master-Objekt. Damit scheint es also was auf sich zu haben hinsichtlich der Verknüpfung, die wir dann feststellen über diese Rechteckinstanzen. Die verweisen also auf dieses Rechteck-Master-Objekt. Und im Großen, ich hatte diese beiden Objekte jetzt mal aufgeklappt, im Großen haben wir also ein Kloner, der die Geschosselemente klont. Den kann ich ja mal ausschalten, den Kloner. So. Und wir haben ein Objekt, in dem steckt auch wieder ein Kloner drinne. Darin ist ein Loft-Objekt untergebracht. Das realisiert uns offenbar, wie es heißt, die Brüstung. Ich schalte das mal aus, den Kloner. Dann sehen wir das nämlich im Einzelnen und können jetzt diese Struktur, die wir gleich gemeinsam aufbauen werden, nochmal etwas anschauen. Zum Ersten wird erkennbar, ich stelle mal hier die Linien dazu ein. Zum Ersten wird also erkennbar, wenn man sich das Gesamtkonstrukt mal betrachtet, dass wir mit diesen beiden Elementen, Geschosselement und Brüstung, also diesen gesamten Tower erstellen können und offensichtlich diese pro Geschoss individuell ausgebildeten Brüstungen auch über dieses eine Loftobjekt entstehen. Da müssen wir uns dann nochmal, ich kann es ja nochmal anschalten. Hier sieht man das. Ja, man kann also sehr deutlich erkennen, dass die Ausbildung
dieser Loftobjekte beeinflusst ist, ganz offensichtlich durch diese zwei Deformer-Objekte. Wenn ich die mal ausschalte, sehen wir, jetzt ist unser Gebäude relativ simpel. Diese gekrümmte Brüstung könnte ich jetzt also auch in das Geschosselement übernehmen. Das müsste jetzt in dem Fall nicht mehr in einem eigenen Klonobjekt untergebracht sein. Die besondere architektonische Ausformulierung dieser gewellten Form ist also, steht in Verbindung mit diesem Displacer. Das werden wir uns anschauen. Dann haben wir als nächstes in der Betrachtung, ups, den wollte ich jetzt nochmal ausmachen. So, dann haben wir als nächstes in der Betrachtung das Geschosselement. Und ich habe ja schon gesagt, ich möchte mal auf diese Parametrisierung eingehen. Ich habe also als Grundlage, wenn man sich hier mal einiges ausschaltet, was jetzt vielleicht am Anfang etwas erschlägt, das ist ja alles sukzessive dann in der Endbearbeitung dazugekommen. Das war dann nicht mehr so kompliziert, hier auch noch ein paar Innenelemente einzufügen oder, die kann ich auch mal ausschalten, diese Glaswand. Wenn wir also jetzt hier von oben nach unten weiter durchgehen, sehen wir, es gibt ein Glasgeländer, eine Deckenoberseite, eine Deckenunterseite. Warum ist das getrennt voneinander? Wir sehen, die haben unterschiedliche Materialien. Und letztendlich auch die Brüstung verweisen alle als Instanz auf dieses Rechteck Master. Ich habe also wirklich für diese Grundkonstruktion nur instanzierte Objekte verwendet, sodass ich, wenn ich jetzt die Größe dieses Masters ändere, quasi meine komplette Konstruktion mitgeführt wird. Ich kann also hier im Nachgang die Breite und Tiefe des Objektes verändern. Ich lasse das jetzt aber mal bei den 20 Metern, als auch den Eckradius. Das ist schon ziemlich spannend, wie ich finde, weil wir jetzt natürlich verschiedene Ausprägungen, verschiedene proportionale Studien dieses Towers anstellen könnten. So, mache ich alles mal wieder an und wir werden eine neue Datei eröffnen, in der wir das jetzt stückweise nachbauen werden. Los geht's. So, Ausgangsobjekt der gesamten Konstruktion ist ein Rechteck. Das rücken wir hier in die richtige Achse, XZ, und geben dem die richtige Größe. Ich habe jetzt hier noch eine Einheit in Zentimetern, die werde ich jetzt also erstmal umstellen. Programmvoreinstellungen, Einheiten, Meter. Ich habe 20 mal 20 Meter als Basis aufgesetzt. Das ist eine Schätzung auf Basis des, ja, der Bilder. Das könnte ein bisschen zu klein sein in den Ausprägungen. Ich werde es jetzt aber trotzdem mal mit diesen Grundmaßen aufbauen. Wir haben ja gesehen, wir könnten im Nachgang die Größe auch noch leicht anpassen. Charakteristisch für dieses Projekt sind die abgerundeten Ecken. Die kann man hier bei dem Rechteck, bei dem parametrischen Rechteck-Spline-Objekt dazuschalten und ich kann hier sagen 2,5 Meter. So war das am Anfang aufgesetzt.
Jetzt möchte ich als erstes diese Brüstung und die Decke daraus ableiten. Wir nennen zunächst mal dieses Objekt Rechteck Master. So. Und erzeugen uns davon eine abgeleitete Instanz. Instanzen sind zu finden hier. Das bedeutet, es gibt dieses Spline einmal und überall, wo ich jetzt diese Instanz verarbeite, innerhalb der Struktur verweist diese Instanz auf das Masterobjekt. Ändere ich den Master, ändert sich das Objekt, dem die Instanz zugewiesen oder untergeordnet ist. Werden wir gleich nochmal sehen. Ich werde also jetzt als erstes diese Brüstung erstellen und die habe ich aus einem Loft-Objekt erzeugt. Loft-Objekte benötigen zwei untergeordnete Splines. Und das können, Gott sei Dank, auch Instanzen sein. Das heißt, wenn ich mir diese Instanz nochmal dupliziere, Command-C, Command-V, und auf 90 cm setze, machen wir 0,9, und die untere Instanz auf minus 0,6. Sie soll also nach unten etwas unter die zukünftige Geschossdecke auch etwas runterragen. Dann kann ich diese beiden Spline-Instanzen schon mal in das Loft-Objekt stecken. Dieses Loft-Objekt kommt jetzt erstmal, wie wir sehen, in einem Zustand daher, den wir so nicht gebrauchen können. Ja, also diese Grundeinstellungen für das Loft-Objekt sind in jedem Fall anzupassen. Da haben wir zum einen eine Unterteilung pro Segment, die hier eingestellt ist. Die klicke ich erstmal grundsätzlich aus. Ja, das reduziert einfach die generelle Unterteilung dieser Geometrie. Dann haben wir hier eine V-Unterteilung, das ist die V-Achse von 10 Einheiten, die minimieren wir auf 2. Das bedeutet, dass lediglich eins oben, eins unten die Geometrie aufgespannt wird. Dann sehen wir, dass unabhängig von den Einstellungen für das Master-Rechteckobjekt das Loft scheinbar, das ist ja relativ grob hier, scheinbar nach einem anderen Prinzip die Geometrieunterteilung in der, ja, vornimmt. Ja, die V-Richtung haben wir schon gesehen, die U-Richtung ist also hier mit 30 definiert und wir sehen, wir können das hier beeinflussen. Und entscheidend, jetzt spielt in diese U-Unterteilung, spielt natürlich rein, wie dieses Masterobjekt grundeingestellt ist. Ja, und angepasst 5 Grad ist eine Möglichkeit, gleichmäßig, ich lasse jetzt mal diese dann aufgerufene Standardunterteilung von 8, ist eine andere. Jetzt sollte eigentlich das Einfluss hierauf haben. Hat es, glaube ich, auch. Es hat sich leicht verändert. Jetzt möchte ich mal die Frage stellen, ob wir hier diese Ober- und Unterseite, also diese Deckel, diese Deckflächen überhaupt brauchen, wenn wir diese Brüstung herstellen wollen. Eigentlich nicht. Demzufolge können wir die hier unter dem Reiter Deckfläche also ausschalten. Keine oben, keine unten. Wir erhalten jetzt also ein
ein Ring ohne Materialstärke. Wir wissen, dass wir die Materialstärke mit diesem für unsere Denkweise etwas seltsamen Kleidungsobjekt, also seltsam in Form der Bezeichnung, ja, weil wir jetzt, wenn wir sagen, wir wollen eigentlich eine Materialstärke haben, verwenden dazu ein Kleidungsoberflächenobjekt, dann fragt man sich, was hat das mit Kleidung zu tun? Aber es heißt nun mal so, es bringt die Optionen mit Unterteilung und Dicke. Unterteilung können wir, wenn ich dem jetzt erstmal das Loft-Objekt unterordne, das also da reingeschoben, dass das hier wirklich da drin steckt. Die Unterteilung, sehen wir, was die macht. Die unterteilt also die Geometrie im Nachhinein noch einmal. Das wollen wir nicht. Wir haben die ja gerade so schön optimiert. Das heißt, hier machen wir 0 als Unterteilung. Was wir aber wollen, ist eine Dimension. Wir wollen also dem eine Materialstärke geben. In dem Fall 0,2 Meter für die Brüstung. Jetzt sehen wir, dass in dem Moment, wo die Materialstärke dazugekommen ist, die Darstellung etwas seltsam wird. Woran liegt das? Das kann eigentlich nur an diesem Glätten-Tag liegen, das dem Loft zugeordnet ist. Und das hat, dem fehlt dieses Häkchen für die Winkelbeschränkung. Ja. Jetzt versucht, wenn das, dieses Häkchen nicht gesetzt ist, versucht dieses Tag quasi alles zu verrunden. Ist dieses Häkchen gesetzt, sagt er, ich verrunde bis zu einem Winkel von 40 Grad. Ja, das wird analysiert, also diese Teilwinkel hier, in welchem Winkel stehen diese Flächen zueinander und bis 40 Grad verrundet er das. Das bedeutet also, der 90-Grad-Winkel dieser Kante hier oben ist davon nicht betroffen. So, unsere Brüstung, parametrisch. Bedeutet, wenn ich hier an der Breite oder an dem Radius arbeite, geht die komplett mit. Das war ja bis jetzt nicht so schwer. Wir können also als nächstes diese Brüstung einem Kloner unterordnen. MoGraph Kloner. Wobei ich jetzt die Besonderheit wähle, dass jetzt nicht das ist aber eigentlich, wenn ich jetzt so nachdenke, es spielt eigentlich keine Rolle. Ich kann das ganze Objekt hier auch in den Kloner stecken und schau mir hier wieder an, das sind die Grundeinstellungen, 3 Klone im Abstand von 50, den machen wir auf 3,2 Meter. So. Die Anzahl können wir ja im Nachhinein noch beliebig ändern. Das spielt jetzt keine Rolle, ob das 3 oder 5 sind. Als nächstes wollen wir uns, das können wir gleich mal nennen, Klonbrüstung. So, fertig. Als nächstes wollen wir uns die Decken erzeugen. 320, was wir hier eingegeben haben, wird also unsere Geschosshöhe sein, die Höhe des gesamten Geschosssystems. Und die Decken wollen wir 40 cm hoch machen. Das heißt, wir bekommen jetzt hier mal ohne abgehängte Decken gedacht, soweit treibe ich das hier nicht. Wir bekommen also 280 als lichte Höhe. 40 cm für die Decke macht also 320 als Systemhöhe. So, die Decke haben wir in der Vorbetrachtung
gesehen. Das hat sich einfach durch die weitere Visualisierung dann ausdifferenziert. Die Decke möchte ich in zwei Schichten aufbauen, das heißt eine Schicht 30 cm als Beton und 10 cm als Aufbau. Auch hier werden wir wieder diese Instanzobjekte des Masters, des Rechteckmasters verwenden und die stecken wir jetzt in ein Extrudieren-Objekt. Bedeutet, meine erste Decke, das schaue ich mir jetzt mal in der Seitenansicht an. Meine erste Decke wird extrudiert in welcher Achse? Die grüne, das ist Y. Hier also 0,1. Das muss 0 werden. So. Also das ist auch diese Vorkonfiguration, die das in der Z-Achse mit sich bringt. Wir wollen es aber in der Y-Achse haben in dem Fall. So, hier ist jetzt unsere Decke 10 cm Aufbau. Und diese schieben wir um 10 cm noch nach oben. Dann können wir uns eigentlich, ich sag mal hier Decke Aufbau. Und dann können wir uns diese Decke eigentlich duplizieren. Command C, Command V. Warum sollen wir also das nochmal von 0 anlegen? Wir haben das ja jetzt schon, wir müssen das nur anpassen. Dieses Objekt lege ich hier unten drunter. Decke, da sage Decke Beton. Und hier wäre jetzt ein Minuswert einzutragen, nämlich minus 0,3. Ja, wir sehen hier, was passiert. Ausgehend von diesem Instanzobjekt, das jetzt ja hier liegt, wird jetzt also extrudiert in die Negativrichtung, also nach unten um 30 cm, und hier wird ausgehend von diesem Instanzobjekt, das liegt hier, 10 cm nach oben extrudiert. Ja, das ist also einmal nach oben, einmal nach unten. Ergibt 40 cm in der Gesamthöhe. 10 cm hatten wir den Spline nach oben geschoben. Hier ist ja 0. Ja, wir sehen das hier auch noch durch das Masterobjekt, demzufolge 20 cm nach oben, 20 cm nach unten in der Gesamtausbildung der Decke. So, die Materialzuweisung machen wir dann später. Jetzt überprüfe ich noch mal eine Sache hier, die mich etwas stutzig macht. Wir haben jetzt hier in der Ausbildung sehen wir, dass die Grautschädel mit Linien, wir sehen, dass die Interpretation dieses Rechteckobjektes jetzt also scheinbar unterschiedlich erfolgt. Ja, die Interpretation im Loftobjekt steckt hier drin. Die konnten wir durch eine Mesh-Unterteilung definieren. Ja, wir haben ja gesagt, hier macht das mal so und so, so und so oft. Ich nehme jetzt mal hier 64. Und die Unterteilung des extrudierten Objektes wird bestimmt durch die ihm untergeordnete Instanz, die auf das Masterobjekt verweist. Jetzt stelle ich das mal um und wir sehen, okay, wenn ich daran Änderungen ausführe, dann wird die Unterteilung ändert sich hier. Eine gleichmäßige Unterteilung ist jetzt allerdings für diese Decken ungünstig. Wir könnten jetzt hier auf eine natürliche Unterteilung wechseln und sehen, dass dabei diese Ausbildung
dieser Krümmung viel idealer ist. Ja, wir legen jetzt also fest, ich fasse nochmal zusammen, die Ausführung des Rechteckmasters ist natürlich bei, wir lassen das mal hier mit der 8er Unterteilung, so, mit der Unterteilung 8. Und wir sehen Einfluss auf das Loftobjekt. Hier hat das gar nicht, das zieht seine Informationen aus der U-Unterteilung des Loftobjektes. Okay, für diese Elemente legen wir jetzt auch noch einen Klon an, dem wir die Decken unterordnen. Auch hier könnten wir den Klon wieder duplizieren, aber so viel haben wir da noch nicht konfiguriert. Der Aufwand ist jetzt ziemlich identisch zu sagen, dann lege ich einen neuen Klon an, sage hier Klon Geschoss Modul, so, oder wir nennen es nochmal anders, Regelgeschoss will ich das mal nennen. Das ist eine Bezeichnung, die in der Architektur so vorkommt. So, dann erzeugen wir uns ein Nullobjekt. Null. Das dient uns als Container, indem wir jetzt hier diese Decken hineinpacken. Und dieses Nullobjekt legen wir in den Kloner hinein. Der Kloner würde ja ansonsten in dem Abstand erst das erste und dann das zweite immer im Wechsel klonen. Das heißt, wenn wir das in ein Nullobjekt verpacken, dann wird der Kloner tatsächlich dieses Nullobjekt jetzt fünfmal im Abstand von 3,2 Meter nach oben klonen. Ja, und nicht einmal die eine Decke, einmal die andere oder wenn ich noch Stützen oder die Glasfassade reinlege, würde das ja so nicht mehr funktionieren. Wir brauchen also tatsächlich dieses Sammelobjekt, dieses Nullobjekt. So, als nächstes die Wellenform. Wie ist das erstellt? Auch hier kommt wieder ein Deformer zum Einsatz. Und zwar der tatsächlich oft verwendete Displace-Deformer. Dieser. Und diesen Displace-Deformer, den können wir einem Objekt unterordnen. Ich mache das jetzt mal. Ich lege den jetzt mal hier in eines dieser Loft-Objekte. Passiert erstmal nichts. Wir sehen, wenn wir hier mal schauen, die Grundwerte sind nicht mit 10 cm gerade üppig. Ich mache hier mal 1 Meter. Das heißt, der Displace-Deformer soll auf Basis der noch einzustellenden Shading-Informationen, die sind noch nicht definiert, demzufolge hat er noch überhaupt keine Wirkung, aber wenn er eine Wirkung hat, soll er hier mit maximal 1 Meter die Helligkeitswerte in eine Verformung übersetzen. Definieren wir als nächstes also die Shading-Informationen. Auch hier werde ich mit dem Noise arbeiten und wir sehen, dass jetzt, sobald ich dieses Noise anwähle, die Verformung schon stattfindet. Allerdings jetzt in einer Form, die auch interessant aussieht, aber unserem Entwurfsziel
noch nicht zuträglich ist. Ja? Die Achse stimmt einfach nicht. Schauen wir uns mal an, was der Displacer hier angegeben hat. Es gibt ja gar nicht so viele Optionen, die man hier einstellen kann. Das ist also entweder für wie, auf was soll sich der Displacer beziehen, das ist das Shading, und alle anderen Optionen sind hier, müssen unter Objekt zu finden sein. Und hier sehen wir, dass hier eine Richtung möglich ist und hier wird auf eine normale verwiesen. Und wenn wir hier mal schauen, was wir da als andere Option haben, dann haben wir hier eine Ebene und die kann ich also in Y-Richtung anwählen. So, das ist schon mal der richtige Weg. Allerdings ist die Ausbildung noch nicht ganz so, wie wir uns das vorstellen. Das muss also feiner werden, das muss weicher werden. Das wird sich aus zwei Aspekten jetzt zusammensetzen. Das eine ist, dass wir nochmal untersuchen müssen, ist die Unterteilung, die hier auf Basis des Masters vorgenommen wird, ist die schon ideal? Und das Erste, was wir machen werden, ist, dass wir die Ausbildung dieser Schwarz-Weiß-Informationen, die hier eingespielt werden in den Displacer, dass wir die mal anpassen. Und zwar können wir hier über die Größe festlegen, wie weit, also wie stark oder wie eng quasi diese Helligkeitsverteilung hier drauf projiziert wird. Wenn ich also diese Größe mal auf 1000 setze, sehen wir, okay, das ist jetzt also wie ein ganz starker Zoom in diese Struktur hinein oder ein Aufskalieren dieses Shaders, und das wird schon besser. Ich mache mal 5000 hier draus und jetzt kommen wir langsam in den Bereich, der für uns interessant ist. Das muss man also tatsächlich überprobieren, rausfinden. Das Zweite ist, was wir sehen, dass jetzt das in jedem Geschoss gleich ist. Das wollten wir nicht. Ja, wir wollten, dass, obwohl wir das Objekt klonen, demzufolge es ja eigentlich identisch sein muss, wollen wir aber sagen, also wenn du das verformst, dann mach doch das bitte in jedem Geschoss anders. Und das kann man tatsächlich, denn der Displacer wird ja zwar mit geklont, taucht also quasi in jeder Geschossdecke auf, aber wir können ihm sagen, deine Informationen beziehst du aus dem Weltsystem. Ja, dann verteilt er quasi diese Grauwerte nicht nur einfach auf der Oberfläche, sondern zieht die aus einem Art dreidimensionalen Raumgerüst für diese Helligkeitsverteilungen. Gut, das ist im Prinzip das, was wir wollen. Ja, also jedes Geschoss soll anders sein. Die Frage nach der Unterteilung hier, wir sehen, das ist ja momentan noch etwas ruppig, etwas eckig, die beantworte ich im übernächsten Schritt. Als nächstes möchte ich diesen Displacer erstmal kopieren, wieder einfügen, V, und dem anderen Spline Master zuweisen. So, was ist jetzt zu tun? Wieder ist die Geometrie an der Ober- und an der Unterseite jetzt gleich. Das war bei unseren Bildern, wenn wir uns die nochmal anschauen, auch nicht so. Ja, hier ist die Geometrie oben und unten unterschiedlich. Der Displacer bringt ja hier einen Startwert mit. Das bedeutet, das ist der Zufallswert, der diese Grauverteilung beeinflusst.
Und wenn ich den jetzt ändere, dann ändert sich auch die Ausbildung auf den jeweiligen Geschossen. Damit hätten wir dem schon mal weitestgehend Rechnung getragen. Bleibt die letzte Frage zu klären: Wie können wir hier nochmal an dieser Verteilung, an der Unterteilung arbeiten, damit das hier feiner geschwungen wird? Dazu klicke ich jetzt nochmal diesen Rechteck Master an und schaue mir an, was hier tatsächlich eingestellt ist. Zugute kommt mir, dass jetzt hier im Vergleich diese Deckenplatte hier unten rausschaut, weil vielleicht diese 1 Meter für den Displacer, für die Unterkante zu viel sind. Wir können also jetzt beide Werte, wenn wir Loft und Rechteckmaster nochmal anpassen, im Vergleich anschauen. Bevor ich an dieser Einstellung was ändere, möchte ich einfach mal probieren, das Loftobjekt feiner zu unterteilen, ne? Weil eigentlich ist das Rechteck-Master-Objekt sollte eigentlich passen. Und hierzu werde ich jetzt einfach mal den Wert für die Mesh-Unterteilung auf 240 Schritte setzen. Und wir sehen jetzt, die Aufteilung ist schon sehr fein. Gleicht damit eine ganze Reihe der Unzulänglichkeiten schon aus. Wir sehen aber, dass in bestimmten Bereichen die dem zugrunde liegende Unterteilung des Rechteckmasters doch noch zu grob ist. Ja, diese Ecken hier, das ist nicht schön. Demzufolge können wir hier mal wieder etwas gegensteuern. Ich mache nur 160. Und werde die Unterteilung hier von natürlich auf gleichmäßig ändern. Das bringt schon Abhilfe. Und wir sehen aber, da kommen jetzt hier so Ecken rein. Die Unterteilung, man sieht das hier unten bei der, wie schon angesprochenen Deckenplatte, die ist auch suboptimal. Hier machen wir mal 24. Und damit denke ich, sind wir wirklich jetzt auf einer absolut optimalen Seite. Wir haben, ich fasse nochmal zusammen, für diejenigen, die jetzt einfach nur die Werte eintragen wollen, der Rechteckmaster wird gleichmäßig 24-fach unterteilt und das Loftobjekt 160 Unterteilungen. Und damit haben wir eine optimierte Geometrieaufteilung, die immer noch parametrisch ist. Das heißt, ändere ich den Master, ich zeige es nochmal, geht jetzt wieder alles mit. Und wir ersticken auch nicht in Geometrie, weil wir die Werte vielleicht viel zu hoch eingestellt haben. Das spielt immer eine Rolle, dass man sich überlegen muss, wie viel Geometrie produziert das Programm eigentlich durch die eingestellten Werte. Gut, haben wir dieses Problem gelöst? Lösen wir das Problem noch? Und zwar werde ich also diesen Recht, das ist ja der für unten, ja, so, hätte das auch ordentlich beschriften können. Nennen wir das mal unten und das oben. Das hilft immer. Muss man nicht immer ausprobieren, welcher ist denn nun relevant. Diesen Displacer werde ich dahingehend ändern, dass ich sage, du machst mal nicht maximal 1 Meter, sondern nur maximal 0,7. Und damit haben wir dieses Problem schon ausgeglichen. Okay. Die Grundkonstruktion unseres Towers steht. Ich schalte mal beide Kloner aus
Und jetzt widmen wir uns den anderen Aspekten, die ich nochmal im Bild zeige. Wir haben also zum einen hier, wenn man die Webrecherche zu dem Projekt macht, ich werde ja, wie schon in der Einleitung immer gesagt, nur eigenes Bildmaterial zeigen aus rechtlichen Gründen. Das heißt, Sie müssen nochmal anhand der Fotos von dem Projekt gucken, ob ich hier alles richtig erzähle. Es gibt ja hier hinter dieser Welle, dieser Betonbrüstung, gibt es noch eine Glasbrüstung. Das ist hier zu sehen. Hier kann man sie auch ein bisschen besser erkennen. Ist natürlich logisch, ne? Also wenn hier die Absturzsicherung durch die Brüstungshöhe nicht gewährleistet ist, muss das durch ein anderes Element, in dem Fall durch eine dahinterstehende Glasbrüstung, gewährleistet sein. Die wollen wir jetzt erzeugen und dann uns dieser Glasfassade widmen, die also nach innen versetzt ist, und der Rest, diese Stützen oder diese Innenwände, das ist dann letztendlich noch eine Ergänzung, die wir als letztes vornehmen. Gut, zurück ins Programm. Ich möchte für die Brüstung jetzt als Basis diese Decke für den Aufbau verwenden. Warum? Ich kopiere die erstmal, füge sie wieder ein. Sie liegt ganz oben. Ich kann diese Decke 1,20 Meter hoch machen. Damit steckt, sie beginnt ja bei plus 10. Sie steckt damit also 10 cm im Boden, in dem Deckenaufbau drinne, und ist damit jetzt also 1,10 Meter hoch, was, glaube ich, für den Hochhausbau sowieso Vorschrift ist. Dann können wir diese Decke dahingehend verändern, dass wir die Deckflächen ausschalten. Keine Deckfläche oben, keine unten. Fertig. Jetzt wäre noch zu betrachten, ob die Position dieser Glasscheibe hier wirklich so clever ist. Ja, als genaue Überlagerung der Brüstungsinnenkante. Das ist nicht so, das sieht man auch auf den Fotos vom Projekt. Demzufolge mache ich Folgendes. Ich werde also diesen Rechteckmaster, diese Instanz, verkleinern. Das kann ich hier über Koordinaten diesen Faktor machen. Ich gebe also jetzt an, dass das nur noch 0,99 Zentimeter, 99% der Gesamtgröße sein sollen, und wir sehen, dass das jetzt 1% der Gesamtgröße abgerückt wird. Das ist genau das Ergebnis, was wir wollen. Damit haben wir hier also die Brüstung. Glas ist die erstellt. Jetzt können wir uns da vielleicht mal ein simples Material drauflegen, dass wir das auch transparent sehen. So. Weise jetzt hier einfach eine transparente hellblaue Farbe zu. Das ist jetzt nur, damit wir hier in der Vorschau das etwas differenziert sehen können. Wir weisen ja ganz zum Schluss die Materialien aus der Renderdatei zu. Okay, diese Glasbrüstung muss natürlich mit in diesen Container für das Regelgeschoss. Da kommt dies mit rein. Und die Glasbrüstung werden wir also auch gleich verwenden. Ich dupliziere sie nochmal. Kopieren, einfügen.
Jetzt nenne ich das Fassade Glas und kann mir die auch schon hier reinschieben. Werde die jetzt auf die entsprechende nach innen gerückte Stelle setzen, indem ich die Skalierung auf 88% setze in beiden Achsen. Damit haben wir also dieses abgerückte Maß. Und ich passe jetzt noch die Höhe an. Hierbei ist zu beachten, dass in dem Fall dieses innensteckende, die Unterkante, die ist hier nicht sinnvoll. Ganz einfach aus dem Grund, weil wir dieses Objekt auch verwenden wollen, um die Rahmenkonstruktion herzustellen. Das heißt, hier werde ich das jetzt ausgleichen und sagen, die beginnt bei 20 cm. Ja, wir sehen, die Unterkante sitzt jetzt exakt auf dem Beton, auf der Oberkante und soll hoch sein. Ich muss also hier das Objekt anklicken, Extrude hier, okay, soll hoch sein 2,8, hatten wir eingangs gesagt. Fertig. Das heißt, bis hierhin haben wir jetzt eine absolut parametrische Gesamtkonstruktion. Das bedeutet, ändere ich den Master, ändert sich dieses Gesamtgeschoss mit. So, ändere ich hier den Radius, ändert sich das auch. Das heißt, hier bis hierhin können wir das perfekt anpassen. Die Parametrisierung des darauf oder damit im Zusammenhang stehenden Innens so und der Fassade ist jetzt nur noch schwer möglich. Deswegen steige ich an der Stelle, was die Parametrisierung angeht, aus und wir ergänzen diese Innen- und Fassadenelemente mit nicht parametrischen Elementen. Das würde bedeuten, wenn wir also weiter an der Entschuldigung, Entwurfsverfeinerung arbeiten wollen hinsichtlich der Gesamtproportionierung, müsste man dann diese Innenobjekte und die Fassadenkonstruktion manuell nochmal nachführen. Ich glaube, das ist nachvollziehbar, der Aufwand, das jetzt ebenfalls parametrisch zu machen mit diesen Möglichkeiten, die wir hier haben, ist einfach unermesslich. Es wird dann so kompliziert, dass da keiner mehr mitkommen würde. Andererseits denke ich auch, dass wir an Punkte kommen, wo es einfach schlicht nicht mehr möglich ist, mit diesen ja immer noch simplen Tools eine Vollparametrisierung herzustellen. Gut, ich denke, damit habe ich das ausreichend erklärt, warum ich jetzt an der Stelle die Parameter auflöse und mit Polygonobjekten die Fassade bauen werde. Basis dafür wird sein meine Glasscheibe, ja, diese Fassade Glas. Ich klicke rechte Maustaste und wandle zunächst mit dem Tool aktiven Zustand in Objekt wandeln, wandle ich diese Glasfassade, dieses Extrudobjekt in ein Polygonobjekt um. Ich kann jetzt also dieses Polygonobjekt als Glasscheibe benutzen. Ich könnte jetzt, weil sich das doppelt, tatsächlich die Glasfassade hier ausmachen und nur noch als Sicherung, schreibt das auch hin, als Sicherung behalten. Diese jetzt polygonalisierte Glasfassade werde ich wie folgt bearbeiten. Ich werde die Oberkanten und die Unterkanten auswählen,
als auch einige dieser vertikal Unterteilungen und daraus ein Spline-Objekt machen. Das ist eine Funktion, die wäre mit Cinema mehr als diesen Basiskurs absolvieren will. Wer da einfach mehr mit modellieren will, der wird diese Funktion definitiv sehr zu schätzen wissen. Okay, die Auswahl kriegen wir am leichtesten in der Seitenansicht hin. Wir nehmen dazu die Rechteckselektion, schauen, ob hier nur aktive ist aus und ziehen uns jetzt diesen Rahmen oben und mit gedrückter Shift-Taste den Rahmen unten auf. Damit haben wir jetzt die oberen Unterkanten selektiert, wechseln in die Isometrie, in die Perspektivdarstellung hier, wechseln das Werkzeug in die Live-Selektion und müssen jetzt mit gedrückter Shift-Taste weitere dieser Körperkanten, in dem Fall die vertikalen, auswählen. Das ist suboptimal, ich weiß, weil hier jetzt natürlich extrem viele Kanten sind. Und da jetzt die zu finden, die für die Glas-Unterteilung auch in diesen Rasterwerten die richtigen sind, das ist tatsächlich etwas mühsam. Ich schlage deswegen Folgendes vor. Die Aktivierung läuft uns ja jetzt nicht weg, wenn wir das Objekt also deselektieren. Die Aktivierung bleibt im Hintergrund bestehen. Und wir erzeugen uns jetzt einfach mal die Innenkonstruktion und werden dann die fehlenden Glasfassadenelemente, also Rahmenelemente selektieren. Wir sehen, wenn wir das mal genau anschauen, es gibt eine Stützenkonstruktion, die sieht so aus, das kann man auf den Fotos, die man im Netz findet, erkennen. Es gibt hier eine Rundstütze in der Ecke und eine Rechteckstütze an der Stelle. Dann habe ich ein paar Innenwände erzeugt, damit sich das einfach noch ein bisschen differenziert. Das ist wahrscheinlich in der konkreten Ausführung etwas anders, aber für unseren Zweck reicht das jetzt vollkommen aus. Setzen wir also das als nächstes um. Dazu erzeugen wir uns also zuerst einen Zylinder, machen den 2,80 Meter hoch, 2,8. Das machen wir 0,2. Vielleicht ein bisschen dünn, machen es 25, so. Und sagen dem Zylinder, er hat keine Deckflächen. Das spart einfach nochmal Polygone. Der Umfang mit 36 ist okay. Den setzen wir jetzt in unserem Raster. Ich habe es hier ausgeschaltet. Ich schalte es mal wieder an unter Filter, Weltraster. Den setzen wir jetzt mal grob hier in dieser Ecke ab und können das jetzt noch verfeinern, indem wir als Fangmodus das Snapping aktivieren. Ich ziehe mir diese Palette mal hier raus, indem ich hier oben draufklicke. So. Sage also, gesnappt wird jetzt die Arbeitsebene und nur die Arbeitsebene und hier die Rasterpunkte. Das heißt, wenn ich jetzt hier einzoome, mein Objekt mit dem
Verschiebezeiger anfasse, sehen wir, das tickert jetzt hier von Rasterpunkt zu Rasterpunkt und ich nehme mal hier diesen Effekt natürlich dann auch immer die nächst kleinere Stufe. So machen wir das. Hier setzen wir den ab, dass in diesem Gesamtsystem das an einer sinnvollen Stelle sitzt. Also hier, wir können auch zählen, das ist also von dieser Kante, die immer einen vollen Meterschritt zeigt, davon 40 cm, 10, 20, 30, nicht 40, jeweils nach innen gerückt. Okay, schieben wir dieses Teil auch auf die andere Seite, kopieren, einfügen, hier rüber, auch hier zoome ich ein und platziere das nochmal korrekt. Wir müssen diese zwei Zylinder noch, hier sehen wir sie, wir müssen diese zwei Zylinder noch hochsetzen, das heißt 1,40 Meter, 1,4 wäre die Höhe, wenn wir die Deckenstärke nicht hätten. Wir sehen aber, es gibt diese Decke, das heißt, da müssen wir nochmal die 20 cm drauf addieren, macht also 1,60 Meter. Wir brauchen noch einen Würfel. Auch hier wird der Wert für das Y auf 2,8 gesetzt. Und die machen wir auch 0,4, 0,4. Und die schieben wir uns hier hin. Das sind also jetzt 3 Meter von der Nullachse weg. Schauen wir mal, ob das passen kann. Einfügen. Ja, sieht plausibel aus. So. Dieses System, diese Stützen brauchen wir noch an der Stelle und an der Stelle. Kopiere sie also wieder, schiebe sie auch hier, gehen wir mal in den Grundriss, 3 Meter nach unten und die Stütze nochmal kopieren, einfügen, nach drüben, okay, bis hierhin. Warum mache ich jetzt nur diese Unterseite? Wir können jetzt das Gesamtsystem der hier angelegten Elemente dann auch nach drüben spiegeln und wären dann fertig. Bevor wir das machen, will ich aber diese Stütze und die anderen Rechteckstützen auch noch nach oben versetzen. Ich aktiviere die. Die 1,60 Meter gelten auch hier. Und wir haben jetzt also die Stützen da stehen. Verwenden wir als letztes noch eine dieser Stützen. Nochmal kopieren, einfügen. Verwenden wir also noch eine dieser Stützen als Wandscheibe. Die soll sein 0,5 cm. Ist jetzt als vielleicht eine Glastrennwand. Als Gipskarton wäre sie ja etwas dünn. Und die setzen wir jetzt hier in die Mitte. Snappt immer noch. Den Snapper können wir jetzt wieder ausschalten. Snapping deaktivieren. Also einfach nochmal draufklicken. Ist er auch wieder aus. Okay. Und wir fassen jetzt hier
diesen Würfel an dem Punkt an und skalieren das noch ein Stückchen auf. So, gut. Jetzt stecke ich diese ganzen Innenraumelemente, die da dazugekommen sind, wieder in ein Nullobjekt. Null, da kommen die alle rein. Das nenne ich Elemente innen. Und das werde ich einfach instanzieren. Sage ich einfach, okay, davon lege ich eine Instanz an und spiegel diese Instanz an der X-Achse. Ja. Machen wir das mal. Ich gehe auf Koordinaten. Falsche Achse, es muss Z. Genau. Ich trage also für Z minus 1 ein und jetzt wird das Nullobjekt mit den Stützen an diesen Dokument Nullpunkt in die andere Richtung gespiegelt. Fertig. Als letztes habe ich dann noch einen Würfel in die Mitte gesetzt. So, hier auch 0 und damit so eine Art Kern hergestellt. So, wie groß hatte ich den gemacht? Ich glaube, 7 auf 8 habe ich den hergestellt. 7 Meter, 8 Meter. Ach, jetzt habe ich Fehler gemacht. Ich mache das mal rückgängig. Ich darf natürlich nicht hier die Koordinaten eintragen, sondern muss das hier machen. 7 Meter, 8 Meter. Okay, fertig. Das ist unsere Gesamtinnenkonstruktion. Das heißt, ich lege nochmal ein Nullobjekt an, nenne das Innengesamt und lege jetzt hier diese Instanz, das Basiselement für die Instanz und den Würfel da komplett hinein. Ja, schafft Ordnung und das kann ich jetzt wieder dem Regelgeschoss-Container, also diesem Nullobjekt, das nenne ich jetzt auch mal Container, dem kann ich das zuordnen. So, kehren wir nochmal zurück zu unserem finalen Problem, dann sind wir nämlich fertig. Der Fassade. Ich muss jetzt Elemente auswählen, die idealerweise hier liegen. Gehen wir mal rüber auf die andere Seite. Das ist jetzt so ein bisschen fragwürdig sicherlich, was ich da mache, weil natürlich die Fassadenelemente ja eigentlich auch in einem Raster ganz exakt stehen. Und was ich jetzt hier mache, ist, weil diese Unterteilung dieses Polygons, die ist natürlich nicht genau definiert, da haben wir ja nur gesagt, unterteile den Spline so und so oft. Und damit ergibt sich jetzt bei diesem Schnellmodelling erstmal ergeben sich gewisse Unzulänglichkeiten. Gut, ich wähle mal hier noch die Mitten aus. Das mache ich mal in der
Ansicht. Wie gesagt, das müssen Sie mir jetzt mal nachsehen. Man kann das feiner machen. Okay, Sie merken schon, was ich hier tue. Ich wähle also jetzt hier immer 1, 2, 3, 4 Felder in den Rundungen aus. So, okay, das soll mal reichen. Okay, das ist. Ich sage es ganz ehrlich, an der Stelle suboptimal. Da ist jetzt die Vorlage, die ich mit Ihnen gemeinsam aufgebaut habe, nicht ganz ideal. Wenn ich das jetzt selber für mich modellieren würde, würde ich an der Stelle natürlich nochmal ansetzen und das perfekter machen. Jetzt im Nachgang hier im Tutorial lasse ich das mal dabei. Das Prinzip, was jetzt zur Anwendung kommt, ist, wir haben eine Selektion auf einem Polygonobjekt. Und die werde ich jetzt mit dem Werkzeug Befehle, Kantenselektion zu Spline einfach in ein Spline-Objekt umwandeln. Ich wähle diesen Befehl und erhalte als Unterobjekt von dem Polygonobjekt dieses Spline, das ziehe ich mir raus und zwar innerhalb des Containers hier ganz nach oben. Ich kann mal Ihnen das zeigen. Ich mache mal das Glas unsichtbar. Jetzt sehen wir hier, okay, das ist tatsächlich ein Gesamtspline, der aus mehreren Teilsplines besteht. Und was mache ich mit dem? Den stecke ich in ein Sweep-Objekt. Sweep-Objekt ist ein Objekttyp, der ein Profil, so, ein Rechteck und ein Pfad, das ist jetzt hier unser Pfad. Also das Sweep-Objekt verwandelt ein Profil, extrudiert dieses Profil, das liegt immer oben entlang eines Pfades. Liegt immer unten. Jetzt klicke ich mal hier das Rahmenprofil an, was natürlich mit 4x4 Metern wahnsinnig kompakt ist und wandle das um in 0,06, also 6 cm. Hier auch 0,6. Fertig. Ich erhalte dann mal von einigen kleinen Unzulänglichkeiten abgesehen,
nämlich hier diesen Ecken, die jetzt nicht mitgedreht sind, erhalte ich damit sehr schnell eine Rahmenkonstruktion. Die kann ich natürlich auch anders herstellen, aber ich habe jetzt mal dieses Verfahren gewählt, weil es einfach sehr, sehr schnell ging. So, jetzt mal alle Unzulänglichkeiten in dem Kontext akzeptiert. Ich kann natürlich jetzt hier nochmal schauen, ob in meiner Innenkonstruktion, ob ich das hier, das ist vielleicht etwas weit geraten. So, das kann ich noch ein Stückchen zurücksetzen. Okay. Und natürlich könnte es auch anpassen. Mal schauen. Wenn es hier passt, wird es wahrscheinlich da noch falscher sein. Also, das kann ich gerade auch lassen. Gut, das guckt sich weg. Okay, wir sind durch mit der Geometrieerstellung. Wenn wir jetzt mal hier alles anschalten, dann sehen wir, Mensch, unsere zwei Klone tun hier ihr Werk und erzeugen uns hier die Gesamtkonstruktion. Ground Shading, jawohl, das sieht doch als in einer Stunde aufgebaute Gesamtkonstruktion schon mal sehr, sehr passabel aus. Es geht uns ja darum, hier nur einen Ausschnitt. Wir wollen ja nicht, das ist jetzt schon sehr weit, was wir da getan haben. Wir wollen nicht das ganze Haus bauen, sondern nur diesen Ausschnitt. Machen wir als letztes Folgendes. Hier sind auch noch mal einige Unzulänglichkeiten zu sehen. Hier müssen wir also noch mal nachjustieren an dem Displacer. Machen wir mal hier nur 0,5 an der Unterseite. Oder ich lasse mal die 0,7, rücke aber den auch noch ein ganzes Stück nach unten. Also das Rechteck Master Instanzobjekt für unten im Loft setzen wir auf den neuen Wert minus 0,8. So, das sind also Nachjustierungen, die sind, glaube ich, logisch, dass das passiert. Gut, wäre als letzter Schritt, dass wir uns unsere Gesamtgeometrie, die wir jetzt hier erzeugt haben, in unser Render-Setting übertragen und mal schauen, wie das dann darin ausschaut. Ich kopiere mir das also hier, wechsle in die Datei Außensetting Demo, die Sie sich vom Server laden können unter dem angegebenen Link. Und zur Erklärung sich auch dort das Tutorial dazu nochmal anschauen. In diese Datei kopiere ich meine im Zwischenspeicher befindliche Geometrie. Vorher mache ich aber das Raummodul komplett aus. Und jetzt Command V. Sie sehen ja hier, ich habe so einen Trennstrich eingefügt. Das ist im Prinzip ein Nullobjekt mit einem entsprechenden Trenner, der dort hintereinander geschrieben wurde, damit man immer sieht, okay, das ist die Basis, das kommt neu dazu. Das hilft einfach beim Verständnis. Jetzt gehe ich mal mit meiner Kamera ein Stück zurück. Verkehrt. Command Z. Jetzt funktioniert es. So, und schauen wir das mal aus der Perspektive an. Ich kann jetzt natürlich hier die Lichtquelle noch ein Stückchen wegschieben oder auch von der Lichtrichtung modifizieren. Das liegt dann an Ihnen,
Was wir jetzt hier drin tun müssen, ist die Materialisierung der Geometrie vorzunehmen. Und dazu klicke ich mir mal hier das Regelgeschoss auf und ersetze jetzt diese Glaselemente durch das neue Glas. Mit gedrückter Control-Taste kann ich also ein solches Material auch gleich auf andere Objekte übertragen. Das Material kann ich jetzt hier mal löschen. So, dann sieht das Ganze schon eher nach dem aus, was wir wollen. Und so gehe ich mal durch die anderen Elemente auch durch. Dieses Sweep-Objekt, ich habe es vorhin nicht ordentlich beschriftet, das ist ja unser Rahmen, unser Glasrahmen. Der soll mal hier dieses dunkle Metall bekommen. Und das Innen bekommt auch hier diesen Verputz. So, Verputz weiß. Brüstungglas ist zugewiesen. Decke im Aufbau. Bekommt. Eigentlich möchte ich, dass die Unterseite, also der Beton, der soll weiß sein. Okay, das ist also hier diese jeweils sichtbare Unterseite. Und die Oberseite hier, die soll diesen Beton bekommen. Jetzt mache ich allerdings Folgendes. Ich ziehe nicht einfach den Beton auf meinen Deckenaufbau drauf, sondern ich nehme mir den von dem Objekt. Warum? Weil hier besondere Einstellungen hinsichtlich der Kachelung getroffen wurden. Ja, ich habe also gesagt, das ist ein Quadermapping und habe die Kachelgröße dieses Quadermappings auch optimiert eingestellt, so dass wir, wenn wir uns das jetzt zum Beispiel von innen anschauen, da müssen wir natürlich auch die Kamera noch an eine sinnvolle Stelle schieben. Vielleicht hier und vielleicht gedreht. Okay. Da mache ich den Winkel wieder 0 Grad. So. Gut. Schauen wir uns das mal im gerenderten Zustand an. Das wird jetzt sicherlich zu hell sein, weil diese Innenkamera ist für Darstellungen in nicht so hellen Räumen optimiert. Was wir sehen ist, dass ich die Render-Settings extrem optimiert habe. Also das Render-Setting, was hier als Preview definiert ist, wir kommen dann gleich nochmal drauf, erzeugt hier zwar ein schnelles Ergebnis, aber doch sehr, sehr sozusagen grisselig. Das kann man so natürlich nicht verwenden. Dafür ist es auch nicht gedacht. In dem Tutorial habe ich erläutert, was diese Innen- und Außenkamera unterscheidet. Deswegen werde ich jetzt mal hier Folgendes machen. Ich schiebe die auch mal wieder nach innen. So. Und schauen wir das jetzt mal mit der Außenkamera an. Während das jetzt rendert, kann ich ja nochmal drei Sätze dazu sagen. Und zwar haben wir immer die Situation, dass bei gleichem Licht durch die Sonne, sage ich mal, und keinem weiteren Aufhellungslichtquellen,
ist es ja von der Lichtintensität außen heller als innen. Und das gleiche ich mit einer speziellen Einstellung für die Innen- und Außenkamera über den ISO-Wert, den die Kamera aufnimmt, aus. Das heißt, ohne an dem Licht Änderungen vornehmen zu müssen, kann ich also eine wohl ausgeleuchtete Außendarstellung erzeugen, als auch eine passend ausgeleuchtete Innendarstellung, indem ich hier unter den physikalischen Eigenschaften der Kamera einen anderen ISO-Wert verwende. Das gucken wir uns dann gleich mal an, wenn das Rendering hier durch ist. So, also in knapp 2 Minuten ist das jetzt hier in der Vorschau durchgelaufen. Jetzt gehe ich mal kurz auf diese physikalische Kamera ein. Die Außenkamera hat einen ISO-Wert von 200 zugewiesen bekommen bei Blende 8 und die Innenkamera bei Blende 6 einen ISO-Wert von 400. Diese Option, dass wirklich ISO-Werte und Blendenwerte mit berücksichtigt werden für die Helligkeit, die im Rendering entsteht, diese Optionen sind bei den Render-Voreinstellungen als solche einzustellen. Und das ist das physikalische Rendering. Wenn ich das wähle, dann kann das Rendering auf diese physikalischen Kamerawerte auch zurückgreifen. Ich habe Ihnen hier mehrere Settings angelegt. Die wählt man hier vorne durch diesen Button aus. Und Sie sehen, GI Setting Preview, das ist dieses extrem optimierte Setting, was gerade durchgelaufen ist. Und wenn Sie sagen, jetzt ist es fertig mit Materialien und Licht, alles ist perfekt eingestellt, wechselt man das zum GI Setting Final. Das dauert dann etwas länger, ist aber auch optimiert und wird dann das finale Bild erzeugen. Okay, jetzt möchte ich als letztes noch auf die Thematik des Umgebungsbildes eingehen. Ich habe das jetzt mal so genannt, damit das vom Begriff her, dass sich jeder darunter was vorstellen kann. Dazu mache ich Folgendes. Ich blende jetzt mein Setting für den physikalischen Himmel aus und mache das Setting für den weißen Himmel an. Hier funktioniert der Himmel ja so. Es gibt ein Standard-Himmelsobjekt. Das ist im Prinzip eine die Szene umspannende Kugel und auf der liegt eine Textur. In dem Fall habe ich eine weiße Farbe angelegt. Das ist ganz simpel. Jetzt kann ich anstatt dieser weißen Farbe ein sogenanntes HDRI-Bild als Full Sky, also 380 Grad Panoramabild dort hineinladen. Das HDRI wird mit dazu beitragen, dass diese GI-Berechnung differenzierter erstellt wird und diese 360 Grad Aufnahme wird dafür sorgen, dass die Reflexion in der Glasfassade zu sehen ist. Ich habe ein solches Bild mir aus dem Netz geladen und ich lade es jetzt hier in den Leuchtenkanal der Himmelstextur hinein. Die Farbe habe ich also ausgeschaltet. Leuchten ist an und jetzt wähle ich mir dieses Bild aus. Bild laden. Klicke mich hier in den entsprechenden Ordner.
und erhalte jetzt dieses Bild als Umgebung in meiner Szene. So, wir können uns mal hier so ein Stückchen rumdrehen und wir können die Auflösung dieses Hintergrundbildes über die Texturbearbeitung, also wenn die Textur an ist, Editor, Textur, Vorschaugröße voreingestellt, ändern wir mal auf 4 MB und sehen dann, dass jetzt hier dieses Hintergrundbild angepasst wird. Was wir jetzt noch tun könnten, ist, dass wir den Himmel drehen. Wir sehen ja, dass die jetzt mal nur so einen Ausschnitt betrachtet, dass die Ausrichtung unseres Gebäudes und der Umgebungsbebauung, die jetzt hier durch dieses Bild eingespielt wird, dass die nicht ganz gut aufeinander passt. Ich gehe deswegen mal auf den Himmel, wähle die Koordinaten und drehe die Achse hier etwas rum, so vielleicht. So, jetzt würde die Ausrichtung, wenn der hier unten eine Straße ist, würde die Ausrichtung besser passen. Okay, das sieht doch ganz brauchbar aus. Schauen wir uns jetzt mal das Ergebnis an, denn mehr haben wir eigentlich nicht gemacht. Ich habe wirklich nur das Bild ersetzt. Das ist das Ergebnis nach knapp 2 Minuten. Was wir sehen, ist schon mal eine sehr schöne Spiegelung der Außenumgebung in der Glasgeometrie. Wir sehen aber hier unten etwas, das da so jetzt für dieses Bild ungünstig ist. Es ist nämlich so, auch dieses Setting für den weißen Himmel enthält einen Boden und dieser Boden verdeckt jetzt Teile dieses Himmels. Ja, diese Kugel, diese 360, also diese Himmelskugel geht natürlich auch jenseits des Horizontes, also hier nach unten weiter. Das ist in diesem Foto, in diesem, sagen wir, Full Sky Panorama, ist das enthalten. Deswegen dürfen wir in dem Fall tatsächlich den Himmel unsichtbar machen. Und wir merken uns mal die Zeit. 1:40 knapp hat das gedauert in dem Setting Preview. Jetzt schalte ich mal auf GI für die Finalausgabe und lasse das hier auch in diesem kleinen Editorfenster rechnen. Nach 2 Minuten 25 ist das Bild also fertig berechnet mit dem besseren finalen Setting. Und ich möchte an der Stelle nochmal zusammenfassen, was wir jetzt gemacht haben. Zuletzt geändert haben wir den weißen Himmel. Dieses Setting haben wir so umgebaut, dass wir die weiße Farbe ersetzt haben durch ein Bild, das im Leuchtenkanal hineingeladen wurde. Dieses Bild ist also ein Komplettpanorama mit Boden- und Himmelszenit. Der Link ist in der Dokumentbeschreibung im Kommentar. Und dieses Panorama hat den Vorteil, dass wir uns an eine beliebige Stelle drehen können. Gehen wir hier in den Innenraum. So. Und dann die
die Bilddatei, die Reflexionen im Glas und auch die Lichtsituation beeinflusst. Dieser Baustein ist optional. Ja, das habe ich jetzt einfach mal für die, die es interessiert, ergänzt. Man kommt natürlich auch mit dem Standard, mit der Standarddarstellung hin. Der Arbeitsschritt davor war das Umtexturieren unserer in das Außensetting Demo-Dokument eingeladenen Geometrie, die wir erstellt haben. Hier hat man gesehen, dass man durch einfaches Zuweisen der Materialien sehr, sehr schnell zu den notwendigen Einstellungen kommt. Das ist ja auch alles nicht viel. Die einzige Besonderheit dabei war, dass wir die Textur für diese feine Betonstruktur, diese hier, die haben wir von einem bestehenden Element im Quadermapping übernommen, haben die hier auf den Deckenaufbau geschoben. Damit müssen wir das nicht extra nochmal einrichten. Wir sehen jetzt hier in der Preview, darauf will ich nochmal eingehen, dass diese Materialien sehr, sehr komplex definiert sind. Sie haben also alle, auch die Decke, also auch dieser weiße Verputz, als auch die Betonstruktur, alle Materialien haben circa 10 bis 20% Reflexion mit Rauheit. Das heißt, das treibt die Renderzeit hier leicht nach oben. Ich habe das Gesamtbild mal in der Finalauflösung gerendert. Das liegt dann so bei einer Viertelstunde, 20 Minuten. Das ist immer noch in Ordnung. Die Effekte, die Feinheit der Reflexion, die dadurch entsteht, ist aber den Mehraufwand wert, wenn man sich zeitmäßig leisten kann. Ansonsten würde ich die Reflexion in dem weißen Verputzmaterial ausschalten. Ja, wenn also die Renderzeit zu enorm nach oben geht, würde ich das wieder deaktivieren. Die Spezialeinstellungen, das heißt Spezial, die Einstellungen für die unterschiedlichen Innen- und Außenraumeigenschaften der Kameras habe ich jetzt schon erwähnt. Den Prozess des gesamten Aufbaus möchte ich nicht nochmal im Detail wiederholen. Das ist ja über eine Stunde lang erklärt worden. Zusammenfassend möchte ich sagen, dass wir jetzt hier mit der Gesamt-Tutorials-Länge von knapp 1,5 Stunden dieses komplexe Modell erstellt haben. Das ist, denke ich, trotz der Länge ganz ordentlich. Ich hoffe, dass Sie es haben nachvollziehen können und mache an dieser Stelle und mit diesem Innenraumeindruck einfach mal an der Stelle Schluss. Vielen Dank.